meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Ich habe gute Laune. Es ist ein toller Tag, es ist ein spaßiger Tag, denn hinter euch, also hinter dem Bild jetzt so, stehen schon drei Autos, die sehr, sehr geil sind. Nicht zeigen. Ich zeig nicht. Okay. Wir haben seit langem mal wieder in dieser schwierigen Zeit in Deutschland, haben wir Gäste. Und ein Gast, der überaus sympathisch ist, der einen sehr, sehr tollen Job hat. Wir haben ihn schon einmal kennengelernt, und zwar in München. Da warst du bei, Peter. Das hast du sogar gedreht. Da war ich auch dabei. Stimmt. Passt das doch. Der Mann kommt gleich wieder. Und zwar heute ist der Tag, was ja im Titel auch schon stand. Ich mach's immer so spannend, merke ich immer. Und zwar heute bekommen wir unseren neuen M4. Nicht gekauft, sondern es ist von BMW. Aber wir haben uns schon hier und da ein bisschen ausgetauscht. Wir gucken mal, ob vielleicht die Reise weitergeht. Es gibt ja noch viele andere tolle M-Fahrzeuge. Unter anderem, ja. Weiß man ja nicht. Auf jeden Fall haben die Jungs von BMW gestern schon mal Autos angeliefert. Drei Stück. Die stehen hinter euch. Alle drei individual und die sehen sehr, sehr, sehr krass aus. Davon machen wir jetzt einen kurzen Porn. Den sehen wir jetzt und dann reden wir darüber. Los geht's. Yo, I persevered and learned a lot. Trials and tribulations daily. Loading clips and taking shots. Most these niggas try to play me. It's kinda hectic on the daily, baby. People shady. It's like depression. My confessions. Fuck it, baby. Pay me. A couple friends of mine that got these deals and acting phony. But that's the cross across the bed. No doubt I peep it, homie. Sometimes I'm feeling divine. Sometimes I'm losing my mind. I freak the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the grind. In tabernacles, I battle rappers and shatter shackles. Have to pack or pack in the crackle. It's like an Adam's apple. I never claim to be perfect. I got a lot of issues. What's the verdict? Devin got murdered. Swear to God, I miss you. Slinging tracks, paid them back. Kick it back, I wish I could. Bring them back, wish I could. Get us out the hood for good. Sometimes I'm feeling divine. Sometimes I'm losing my mind. I freak the beat, the beat, the beat, the beat, the beat, the grind. So, war gut? Jo. War gut, ne? Vor allem, die haben einen ziemlich coolen Aufkleber. Ich hab nur was ganz kurz gesehen. Nicht der, die anderen zwei. Die anderen, ne? Was ja. Drauf? Ja, guck mal. Werkstatt. Ja, das ist schon frech, aber die Farbe ist schon mal sehr, 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 sehr frech. Ganz toll. Mag ich auch sehr. Sehr, sehr. Also, ist ja fast wie dein Auto. Fast wie mein Auto, ja. Auf jeden Fall. Wer gleich kommt, ist der Markus. Und was ich weiß, ist, er kommt mit meinem Auto gefahren. Also der ist schon eingefahren mit dem M4. Ich freue mich echt, ich merke das richtig. Ich freue mich richtig, mit ihm zu quatschen. Ich freue mich drauf, ihm gleich in E30 zu zeigen. E46 wird er gut kennen. Aber ich glaube, er wird schon wirklich gucken bei dem Auto. Weil es ist, glaube ich, schon was anderes, auf jeden Fall. Das ist cool, dass er jetzt hier zumindest mal gucken kann. Voll, voll. Und dann bin ich auch gespannt, wer das auch so erzählt über die, weil das Individualprogramm und die einzelnen Lackierungen, was BMW da macht, ist Champions League. Die Menge an Farben. Ich finde die weißen Sitze hier sehr. Da kommt er. Guck mal. Boah. Das war eine gute Entscheidung. Die Bremse gefahren. Schönen guten Tag. Ja, habe die Ehre. Gut hingefunden? Logisch. Farbe sieht super gut aus. Das schaut's, oder? Ja, komm, wir gehen einmal doch raus. Extra komm, noch gewaschen und gewienert. Aber nicht selbst. Ja, logisch, früher aufgeschlossen für dich. Coole Bude. Oh, ist gut, ne? Ja, gut. So wie bestellt, oder? Ja. Erkennst du die Bestellung wieder? Aber der Reifen, also was dir direkt auffällt, ist, der Reifen ist ernst, ne? Ja, klar. Sportreifen. Für sportliche Typen. Für sportliche Typen. Boah. 2,75 fährt er vorne jetzt, ne? Ja. Das merkst du auch sofort. Das war ja, wo ich bei auf der Strecke war, ja auch ganz extrem. Das Auto
hat früher auch schon eingelenkt, aber jetzt lenkt er richtig ein. Das ist was ganz anderes jetzt. Was sagst du, Peter? Mega. Die Farbe gefällt mir auch, muss ich sagen. Ja, ne? Schon sehr geil. Sieht sehr, sehr ernst aus. Aber ich habe leider, schon was durchklingen hören, dass dieser Mann auch ein M4 bestellt hat. Ja, der bestellt laufend M4. Willst du es sehen? Ja. Ich dachte ja, dass du offensiver unterwegs bist, wie wir eigentlich ehrlich gesagt. Lass mich! Schau, so schaut es aus, wenn man ordentlich bestellt. Wenn man ordentlich bestellt. Okay. Okay. Ja, vielleicht hast du noch einen Schuss frei, können wir schauen. Ja! Okay, komm, den gucken wir uns gleich an. Wir gehen einmal rein. Einmal rein. Weil ihr habt ja noch was mitgebracht, was gestern hier ankam. Mhm. Mhm. Viele bunte Smarties. Viele bunte Smarties. Wie kommt das BMW momentan so einen Wechsel macht, oder nicht so einen Wechsel, aber dass ihr so in die Farbvielfalt geht? Weil beim E92 war das ja nicht so der Fall. Ja, beim F80 stimmt. Ein bisschen. Ja, ja. Also wir haben es ja schon immer, also die Farbpalette gibt es ja. Nur war man, glaube ich, eine Zeit lang zu understated unterwegs und ich glaube, das passt eigentlich perfekt zu uns. Wir müssen es nur mehr zeigen. Ja. Und wir haben auch sehr viel investiert in die Befähigung unserer Werke. Also wir konnten es ja bisher nur in einigen deutschen Fabriken, diese Lacke, also diese Individuallacke. Wir können es mittlerweile auch in Spartanburg. Also kriegst du auch ein X5 heute in dem ganzen Portfolio. Also man kann jedes M-Fahrzeug? Jedes M-Fahrzeug in allen Individualfarben bestellen. Wie kann ich mir das vorstellen? Das Auto läuft in unlackiert, in Blech, da entlang. Mhm. Und das wird in derselben Lackierstraße lackiert wie? Klar. Schwarz. Die Prozesse davor und danach sind die gleichen und dann ist natürlich schon aufwendig, so eine Ringleitung zu befähigen für einen individuellen Ton, wo dann nur ein Auto rauspurzelt. Es ist aufwendig und es braucht auch mehr Vorlaufzeit und mehr Durchlaufzeit, aber es geht und es ist der gleiche qualitative Standard, die gleiche Maschine. Und wenn ich jetzt sowas bestelle, wie viel mehr Lieferzeit kann ich da so einplanen? Das ist gar nicht so wild, das hängt dann jetzt nach Werk ab und nach Verfügbarkeit des Autos, aber da geht es um ein paar Wochen, also das ist nicht schlimm. Weil ich kenne Hersteller, wo du da 6 Monate, 8 Monate drauf rechnen kannst. Das ist dann, wenn du irgendwo zu einem Externen gehen musst. Aber in dem Moment, wo es über dein eigenes System geht, ist das kein Problem. Also dieses Auto, dieser Farbton, Steingrau, ist sehr gut. Ja. Ich muss sagen, das ist aber wieder so ein Farbton, wo ich von meinem Bauchgefühl her gesagt hätte, ist geil die Farbe, aber auf dem Auto weiß ich nicht. Und das ist so schwer. Man muss, finde ich, die Autos sehen. Ja, das Licht muss passen und die Konfiguration muss auch stimmen. Wenn du dann sowas mit irgendeinem eigenartigen Leder machst oder mit Chrom oder so, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig. Chrom wäre der Horror. Na, ich finde, es steht dem auch extrem gut. Okay. Bist du auf den zweiten Blick, ja? Nicht nur auf den zweiten, auch auf den fünften. Was hat es hier mit auf sich? Warum muss er das haben? Zulassungsfähigkeit. In Deutschland. Ja, richtig. Also das ist nicht, weil wir das besonders schön finden, sondern... Nicht? Findest du es nicht schön? Ja, du könntest es anders machen. Du könntest dann mit dem Rad weiter reinrücken und das Plastikteil wegtun, aber das ist, glaube ich, der schlechtere Weg. Haben wir uns dafür entschieden. Das ist halt ehrliche Technik und die Behörde fordert es. Dafür hast du schöne Radhausoptik, wenn du jetzt mal so drauf schaust, wie das Rad da drinnen steht. Ist doch top. Ich meine, ganz ehrlich, es geht. Ja, ich weiß schon. Wir haben ja Verständnis für das Geschäftsfeld der Tuner und wir haben ein Herz für Tuner. Das weiß ich schon, dass man da noch was ausreizen kann. Dass ich das mal aus der Industrie so höre. Wir haben ein Herz. Habt ihr ein Herz für Tuner? Ja, selbstverständlich. Ja. Wirklich jetzt? Ja, logisch. Es gibt ja auch nicht nur Erstbesitzer, es gibt ja Zweit- und Drittbesitzer von den Autos. Das ist auch Teil unserer Community. Und die müssen ja auch was zu veredeln und zu tun haben. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Weil ich sehe bei diesen Autos eine sehr, sehr, sehr gute Zukunft im Zweit-Drittbesitz. Mhm. Eine sehr, sehr große Zukunft, weil, wie ihr ja auch wisst, oder viele von euch wissen, dass dieser Motor ein sehr, sehr solider, sehr stabiler, toll gebauter Turbomotor ist. Und an Turbomotoren kommen wir eh nicht mehr dran vorbei. Wir lieben den Saugmotor. Du, so wie ich. Das ist ein ganz, ganz tolles, charaktervolles, spaßiges Element. Aber Turbomotoren aufgrund von Abgasnormen und auch wie die Menschen heutzutage Drehmoment wollen, ist einfach der Weg sein. Aber der Motor, damals im M4, im F80, startete die Karriere so. Und ich weiß noch, ich hatte einen der allerersten M4s überhaupt. Mhm. Ja, das war super, super, super früh. Und da war ich so, Jean-Pierre, du musst aufpassen. Bei 500 PS, so geht der Motor flöten. Alle glauben's. So, jetzt fährst du auf dem serienmäßigen M4 locker 700 PS. Auf dem Serienblock. Mhm. Abgeladen, aber Serienblock. So, bei dem Motor sagen Leute jetzt schon, 800 geht. Auf dem Serienblock. So beginnt die Reise. Somit kannst du davon ausgehen, dass in 10 Jahren fahren die Leute damit auf jeden Fall über 800 auf dem Serienblock. Ja, die Tuning-Szene war natürlich jetzt bei der Entwicklung des Motors nicht im Vordergrund. Aber wir wussten bei dem S58er auch, dass wir die
unserer zukünftigen Generation im Motorsport davon ableiten werden. Bis jetzt nächstes Jahr auch der GT3 zum Beispiel. Und die Reserven sind in dem Grundmotor einfach drin. Weißt im du? Kundensport weißt du, es geht um Running Cost, es geht darum, dass du leicht servicieren kannst, dass du nicht viel Verschleiß hast. Deshalb muss der Grundmotor das können und deshalb ist das auch so stark, das Ding. Aber wie cool, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, du willst in der Rennserie attraktiv sein. So, jetzt leitest du den vom Straßenmotor auf das Rennauto um. Andere Hersteller bieten einen anderen Motor an. Den, um Kosten zu sparen für die Straße und den für die Rennserie. BMW sagt sich, weißt du was, komm, hau über dieselbe Suppe rein, ist mir jetzt auch scheißegal. Weißt du, die Diskussionen hatten wir wirklich. Nee, aber es ist, an der Stelle ein bisschen mehr Material oder ein bisschen höher Werte, da gehen wir halt schon in die Vollen. Ja, ich weiß. Deswegen bringe ich es auch so auf den Punkt, weil das muss man wirklich auch schätzen, das heißt, was man da kauft. Das heißt nicht, dass dieser Motor unzerstörbar ist, das heißt das nicht. Das heißt auch nicht, dass ein Serienmotor nicht unzerstörbar ist. Es gibt immer Fälle, wo was passieren kann. Das ist in jedem Auto so. Und da will ich auch sensibilisieren. Die Menschen sind heutzutage so unheimlich fordernd, dass alles, ich kaufe das, das muss für immer halten. Nein. Aber von meinem technischen Verständnis kann ich sagen, was da drin ist, ist zu gut. Hat sehr viel Reserven. Ja, zu gut für einen M3, M4 Straßenwagen. Ist es. Ist so, aber du könntest auch sagen, jetzt mache ich dann um 50 Euro billiger in der Herstellung und investiere dann nochmal 30 Millionen Aufwand, um einen Rennmotor zu entwickeln. Oder du sagst halt, hau die 50 Euro rein und spare die 30 und mach den halt besser. Ja, gibst du mal eine Faust drauf. Sehr geil. Es ist sehr geil. Es ist auch der richtige Weg, meiner Meinung nach. Jetzt habe ich eine freche Frage. Ja. Du und freche Fragen. Kann eigentlich nicht passieren, ne? Ja, das ist orange übrigens. Ah, super. Ja. Auch innen drin auch. Ja, auch innen drin auch. Ist es vom E92 GTS? Richtig. Fire Orange Uni. Fire Orange. Wusste ich, dass es so ist. Jetzt kommt die freche Frage. Ist das der letzte Turbomotor so? Der letzte Turbomotor. Für ein Sport-M-Fahrzeug? Also wir können davon ausgehen, dass nach diesem S58 nicht mehr viel kommt. Ja? Auch kein Saugmotor, falls das die Frage ist. Nein? Ja klar, wir wissen es, die Zeiten ändern sich und wir haben auch ziemlich coole Sachen in der Entwicklung, haben wir schon mal drüber gesprochen, auf der elektrischen Seite, da kommt was. Und ich bin mit dem, was es heute... Hybridisierung? Auch am Weg dorthin, aber auch voll elektrisch. Und wir sind mit dem, was heute so am Markt ist, nicht hundertprozentig happy. Das beschleunigt zwar alles 0 auf 100, das passt, aber Emotion. Vom Charakter und von der Emotion ist es heute noch nicht da, wo wir hin müssen und hin wollen, aber wir haben da was im Köcher und deshalb sage ich, in der nächsten Generation würde ich nicht auf den Verbrenner tippen. Weil, guck mal, wenn wir jetzt, ich meine, das sind super tolle Autos und ich sehe, und weißt du, was ich auch interessant finde? Ich war von vornherein ja bei der Niere dabei. Das ist ja irgendwie kaum noch Thema. Es gibt, ja, die, es gibt die Stinknasen, die von vornherein sowieso sagen... Die jetzt recht behalten wollen. Genau, die recht behalten wollen, genau. Aber wenn ich jetzt auf das Auto gucke, das Letzte, was mich jetzt irgendwie als Detail, was mein Auge oder mein Hirn auffängt, so als Keypunkt, ist das. Es ist für mich mittlerweile voll integriert. Ja, ist ja voll schlüssig. Wir haben es ja bewusst so gemacht, wie sich das Design herleitet aus der Haube und dann übergeht eigentlich in einen Lufteinlass. Es ist ja bewusst kein Rahmen rundherum, der irgendwie ein Zierelement suggeriert. Das ist ja von vorn bis hinten Funktion. Und so schaut es aus. Und ehrliche, zur Schau gestellte Funktion ist meistens schlüssig. Wie 1950, 60? Auch, klar. Oder wie Motorsport eigentlich immer. Du weißt ja, wir haben ja Motorsport und MGMBH wieder zusammengeführt jetzt seit April. Das ist wieder eins, so wie es früher war. Das wurde mal willkürlich getrennt. Gib mir eine Sekunde, wir machen eine Sache hin. Da bin ich wieder. Ja, wie euch auch gefallen ist, ist es ein bisschen leiser geworden, denn unsere kleine Kühlbox, da habe ich gedacht, ich will auch M3 fahren. Wir trinken jetzt ein warmes Bier. Richtig, da ist gleich wieder an. Okay. Also, zurück zum Thema. Also Motorsport und M ist seit April. Wieder eine Company. Es wurde mal willkürlich getrennt. Deine Entscheidung? Ja, auf mein Betreiben hin. Also nicht meine alleinige, aber wir haben uns sehr dafür eingesetzt. Und wir führen die Teams auch zusammen. Also es gab ja immer Zusammenarbeit, aber jetzt ist wirklich wieder eine Truppe. Und es sind die gleichen Leute am Agieren, wie wir zuerst gesprochen haben, die Straßenmotoren machen und Rennmotoren machen und auch die straßenabgeleiteten Kundensportfahrzeuge, das ist, gibt es eine sehr, sehr große Synergie und es wird uns helfen auf beiden Seiten. Also es wird bessere Rennautos rausgeben und es wird auch wieder mehr Technologietransfer auf die Straße stattfinden. Ich sage jetzt was Kitschiges, aber so Typen wie dich brauchen wir schon. Ich tanze auf vielen Hochzeiten und ich kriege viel mit und immer mehr mischt sich eine devote Haltung und die spüre ich bei dir nicht. Ne, devot dem Influencer gegenüber. Nein, devot der Zeit, devot der Entwicklung, devot der Politik, ja, devot der allgemeinen Zielrichtung, wie wir ja alle rennen müssen. Ja. Und das spüre ich nicht, das finde ich eigentlich ganz cool.
Du kannst dich dem ja gar nicht widersetzen. Also ich entwickle ja kein Auto für jemanden, der demonstriert gegen ein Auto. Das macht ja keinen Sinn. Aber ich bin sehr viel in unserer Community unterwegs. Ich bin sehr viel auf der Rennstrecke. Und wenn du dir die Leute erlebst, die ihr ganzes Leben der Marke gewidmet haben und einfach tagelang erzählen über Umbauten und über Renneinsätze und über Heldengeschichten, da kannst du ja gar nicht anders, wie zu sagen, ja, ich werde dafür sorgen, dass ich auch in Zukunft andere bedient können wird. Das. Ja, gut. Dann bist du falsch im Job. Dann kannst du da Kühlschränke machen. Du machst es ja auch aus Überzeugung und nicht, weil du jetzt sagst, ich muss ein Haus abzahlen oder so. Ich habe heute Morgen noch was in die Gruppe zu euch geschrieben, ne, zu meinen Mitarbeitern, weil es wird ernst. Es wird spaßig demnächst werden, auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt genug zu dem Thema. Ja. Wir reden nochmal über den Orangen hier. Mhm. Auch eine schöne Konfiguration, oder? Ja, volles Rohr. Der Herr Hecker, mein Entwicklungsleiter, übrigens fährt genauso. Innen schwarz war, aber sonst der Rest gleich. Die Tür, das ist Serie so? Also das kann man so bestellen? Das kannst du so bestellen. Das ist nicht mal individual, das ist das normale Polsterangebot. Also das kickt mich ja. Gut, gell? Dass das Leder in die Tür so geht? Ja. Ich meine, die orange Farbe funktioniert auch mit anderen Lacken super im Kontrast, aber mit dem Fire Orange ist es wirklich... Das trifft. Mhm. Mit dem Carbon-Sitz, übrigens mein Lieblingsfeature an dem Auto, ja, muss ich jetzt sagen. Der Sitz ist eine Macht. Ja. Was aber ist bei dem Sitz? Da will ich auch mal ein bisschen sensibilisieren bei ein paar Leuten. Ihr müsst euch bewusst sein, was ihr kauft. Weil er ist ernst. Bin sicher. Ne? Also, weil ich glaube, es werden Leute dabei sein, die verlieben sich in die Optik, haben den dann und machen dann so, nach 3 Monaten so. Das ist aber schon ein bisschen eng. Dann musst du den Rand halten. Weil das ist halt ein Schalensitz. Also es ist nicht so, dass das nur so aussieht, sondern der ist wirklich ernst. Ja. Allein der Pinöckel in der Mitte, der ist hoch. Wir hatten ja viele Diskussionen am Anfang, ob dieser Einstiegs- und Ausstiegskomfort, ob das zumutbar ist. Wir haben das dann alles abgebogen und haben gesagt, auf ein Rennpferd steigst du auch nicht komfortabel. Das musst du sein. Ja, ja. Und ich bin auch froh, dass wir es so durchgehalten haben, aber das ist nicht überall so. Du kannst ja aber einen anderen Sitz hier noch rein. Ja klar, der ist auch normal. Ja klar. Genau. Das Aufpreis. Aber hast du das auch? Du siehst andere Konfigurationen und in diesem Moment ist alles andere immer total geil. Ich sehe den Grünen die ganze Zeit, so wenn wir quatschen, da draußen stehen und finde ihn auch toll. Aber jetzt sitze ich hier so drin und denke mir so, Tom, sei doch mal mutig. Was ist das denn für ein Quatsch? Weil das ist so geil. Ja klar, ist das wirklich? Ist die Zukunft. Und das ist auch eine Form von Luxus. Individualität ist Luxus. Und dass du dir 240 Farben auf das Auto konfigurieren kannst, ist was Besonderes. Mut. Also ich stehe ja voll drauf. Ja. Setz dich mal rein, Peter. Das Gefühl, wenn du dich reinsetzt, weil dein Auto ist ja auch eigentlich ein sehr stimmiges Auto, aber setz dich mal rein. Boah, das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja, ne? Also, ich fühle das Auto bewusster, als wenn es ein schwarzer Innenraum wäre. Da ist jetzt was. Das von außen integriert sich in den Innenraum und du spürst das Auto dann innen auch so, wie es außen ausstrahlt, so strahlt es auch nach innen aus. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du in den Supermarkt fährst. Mhm. Und du kommst raus, hast deine Tüten. Gehst zum Kofferraum. Legst die Sache in den Kofferraum rein. Ja. Und steigst ein. Dass dieses Auto und dieser Innenraum mit dir Kommunikation betreibt, weil wenn du denselben Wagen hättest und der ist außen schwarz, innen schwarz, dann fährst du einfach in deinem Supermarkt nach Hause. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du das so hast, dass irgendwie so orange. Das macht was mit dir, gell? Ja, genau. Ja. Funktioniert übrigens auch prächtig mit Mint. Wenn man mutig ist. Ja. Oh ja. Mann, mutig ist. Werksdriftwagen. Das ist echt cool. Du kennst die Originalaufkleber, oder? Die Werkstestwagen? Ja, genau. Verwenden wir mittlerweile ja nicht mehr. Werksdriftwagen. Ein Kreativgenie, da mir jetzt einmal auf die Idee kommen und das kann man eigentlich so unbedingt. Also so wie er hier steht, würde ich ihn nehmen. Ja, ehrlich? Ja, also das ist so mein Favorit. Super, ja. Du, was ist denn das Ding? Das da? Mhm. Das ist ein M4. So schaut er aus, ja? Ja. Mit einem zu engen T-Shirt. Ja. Ja, ich bin das, da drückt er sich sogar durch. Das ist von vorher noch. Der hatte ja vorher einen 2.8er Turbomotor drin. Okay. Mit 800 PS. Mhm. Aber Seilzug und alles alte Technik. Und das war einer meiner berühmten Schwedenkäufe. Mhm. Die nicht so gut waren. Und dann haben wir uns überlegt, komm, jetzt machen wir es richtig. Schlüssel hast du? Ja. Wenn man alles vorbereitet. Ja, ich musste das nämlich angucken. Also, wenn man jetzt mal hier so... Und das ist nicht nur ein Motor in E30, sondern das ist eigentlich E30 T-Shirt auf M4, oder? Exakt. Mhm. Darf ich? Ja, bitte.
Das ist schon cool, wenn der Chef von GmbH das Auto sieht. Ja, das Geräusch kennt man natürlich. Genau. Das finde ich so geil, wenn man ihn anmacht. Man denkt sich so, das passt aber nicht. Auch so von der Thermolenkung, alles ist ja... Der, bist du noch schon gefahren? Ist er ernst gefahren? Auf Zeit, ja, ja. Und funktioniert? Der ist, ja, ja, ja. Das Lustige war, er ist von der Rundenzeit sehr, sehr nah bei dem M4. Jo, mach einmal aus. Stark. Dann haben wir den, auf. Der Sitzbezug. Ne? Pipita, sauber. Ist dann in die Sitze auch wieder reingekommen. Klar. Ja, das war gar nicht so easy. Ja, so geht das. Schaut eigentlich so aus, wie wenn er immer schon da drin gewesen wäre. Kofferraum nicht ganz. Weil die Achse so schmal wurde, wenn du unten guckst, mussten wir halt auch hier auf Pushrod wechseln. Okay. Und dann stoßen wir dadurch einen Rahmen durch, siehst du das? Ja, okay. So Sachen machst du, oder? Ja. Ja. Könnt ihr mir auch vorstellen. Ja. So, ne? Mal so, können wir mal. Aber stell dir mal vor. So eine 4-Wochen-Rotation wäre. Stell dir mal vor, man dürfte das fahren bei uns. Stell dir das mal vor, wie geil das wäre. Oder stell dir mal vor, bei euch im Konfigurator wäre ein E30 mit dem Antriebsstrang neu bestellbar. Oder? Wird man wahrscheinlich 2-3 Leute finden. Ich glaube, das würde explodieren. Wäre das realisierbar, wenn man wollen würde? Schön. Und das Süße war, schön. Vorher stand Powered bei BMW Motorsport und ein bisschen JP Performance. Und nach dem Umbau das haben wir dann auch Powered bei JP Performance und ein bisschen BMW Motorsport. Ja, das nehmen wir natürlich nicht persönlich. Nein, muss auch nicht. Cool, sehr cool. Cool, ne? Der Bremsensoll, das war auch echt ein Akt, weil wir wollten die Keramikbremsanlage behalten. Das war echt schwierig, die 19 Zoll ohne Schleifen in das Auto zu kriegen. Und habt ihr von der Leistung Einschränkungen? Mit, nein. Über die AGA oder so? Oder alles? Nein, 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 nein. Also Serienleistung, was aber fast schon zu viel ist für das Gewicht des Autos. Ja. Also, weil viele sagen so, ja, Jean-Pierre, machst du Upgrade-Lader und dann Leistung. Und dann denke ich mir, Jungs, ihr seid das Auto nicht gefahren. Wenn du das Auto gefahren bist, und dann sage ich dir, und jetzt nochmal 100 drauf? Dann sagst du, nee. Also das, so ist er echt, der Motor zeigt so seine ganze Charakteristik, weil er mit so wenig zu tun hat. Und er fetzt einfach so los, eine Doppelkupplung, das fährt echt toll. Cool. Ja, sollen wir cool. Runde in Grün fahren? Ja, machen wir das. Abschließend? Willst du fahren? Ja, würde ich gerne. Mhm. Okay, komm. Neues Auto, ne? Ist immer schön, ja, gell? Ja, ist immer toll. Danke sehr. Ja, bitte. Für die Möglichkeit. Ja. Wir helfen, wo wir können. Also jetzt fahren wir zu JP Werk 3, 4. 4. 4. Ich habe gedacht, wir fahren noch mal eben ins Museum und zeigen Ihnen noch eben das Museum. Allein, dass das rot lackiert ist, ist, finde ich, ein super dynamisches Detail. Ne? Dass das einfach Farbe hat. Ja. Unsere Kunden stehen auch drauf, dass man das auch schon von außen erkennt, dass das ein spezielles Auto ist. Mhm. Das siehst du von der Weite. Und dann kommt irgendwann der Vierrad angetriebene Antriebsstrang, ne? Ja, heuer im Sommer. Freust du dich drauf? Ja, wird super. Also du weißt, ich lebe in Österreich am Berg. Und so im Jänner ist es ein heckgetriebener M4 halt echt kritisch. Und da musste ich mich schon das eine oder andere Mal aus dem Fuhrpark bedienen. Also für mich war M4 nie ganz jahrestauglich in Österreich. Okay. Aber jetzt mit dem MX Drive. Ich habe noch nie Winterreifen besessen. Noch nie. Echt? Nein. Mit was fährst du in den Skiurlaub? Ich fahre eigentlich nicht in den Skiurlaub. Ich fahre immer in die Sonne. Okay, ja dann. Was sagst du zu dem Reifen bei nassen Bedingungen? Ja, ist schon speziell. Ne, weil die Außenflanke ist ja echt ein Balken. Ja, da musst du aufpassen. Also wenn es Wasser steht, ja. Schade, du nimmst raus. Ja, doch. Der Sitz ist schon toll. Ich finde gut, dass er genau im Rücken und im Po, dass er da nicht so viel nachgibt. Ne? Ja. Dass er dich so reinsacken lässt, sondern du sitzt wirklich auf dem Sitz, ja. Eingefasst. Ja. Langstrecke geht auch. Ich fahre das Auto jetzt 15.000 Kilometer mit dem Sitz und ich fahre sehr viel Langstrecke, also pendeln. Ich habe überhaupt kein Problem. Mir taugt das. Du rastest ein, wenn du einmal deine Position gefunden hast, da drinnen, dann fehlt es an nichts. Viele Sitze wirken auch beim Ansitzen komfortabel, weil sie initial weich sind. Mhm. Nur irgendwann verdrängst du Material.
Ist ja auf einem Rennrad auch nichts anderes. Also ein Rennradsattel, wenn du den anschaust, glaubst du, du kannst nie drauf sitzen. Ja. Aber wenn du mal 6 Stunden drauf gesessen bist, merkst du, dass das einfach Sinn macht. Genau. Also wird es deiner Meinung nach in Zukunft wahrscheinlich doch, es wird M3s geben, aber sie ändern nur ihren Charakter ein bisschen. Aber der M3 und der M4, den wird es weitergeben wahrscheinlich, oder? Absolut. Also M ist für BMW eine der Säulen und an den Ikonen wie M3 und M4 rüttelt auch keiner. Und auch an einem M2 rüttelt keiner. Aber dass wir uns weiterentwickeln müssen, ist klar. Und dass die Technologie andere sein wird, ist auch klar. Und was unsere Mission ist, ist dieses Fahrgefühl, das du heute schon hast, dass du sofort merkst, das ist nicht nur BMW, sondern ganz spezieller BMW. Das werden wir auch in einer anderen Antriebstechnologie herstellen können. Also das, da bin ich erst so vorhin schon gesagt. Ja, das gibt es auch heute noch nicht. Also die heutigen BEVs, aha, und es gibt gute BEVs, auch bei der Konkurrenz muss man neidlos anerkennen, die auch super beschleunigen und gibt auch sogar welche, die mit der Reichweite schon langsam hinkommen, wo sie hin müssen. Mhm. Aber so diese Charakterdarsteller, wo du auch nach einem halben Jahr noch sagst, ja, jeden Tag wieder was ganz Besonderes, mhm, die gibt es ja noch nicht. Mhm. Das ist ein Charakterdarsteller. Das ist er, ja. Ich denke da, weiß nicht, ob da einer einfällt, ein voll elektrischer. Taycan. Ja, wie lange bist du denn gefahren? Am Stück meinst du, oder? Na, jetzt wie lange? Ein Jahr. Okay. Und hat er dich am letzten Tag noch so beeindruckt wie am ersten? Du nutzt es nicht mehr. Ja. Was bei mir passiert ist, also was ich immer sagen würde, ist, ich würde kein Taycan Turbo S mehr kaufen. Mhm. Das würde ich nicht mehr tun. Ja. Weil dieser Punch, so wenn du Gas gibst, ne, so der Moment, der dann da ist, das machst du 5-mal. Und dann ist erledigt. Und dann sagst du, ja, jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Und dann kommt das nicht mehr. Also es ist nicht wie bei einem M4 oder bei einem GT3 RS, dass du dann, das machst du nicht mehr. Ja. Jetzt bin ich echt gespannt, was. Ja, das ist wie ein riesen Candy Store, unsere Entwicklungsabteilung. Ich schicke da mal unseren Entwicklungsleiter vorbei, der muss sich das eher mal anschauen. Ich komme mal vor euch. Oder du kommst vor euch, passt auch. Zeig mal da mal ein bisschen was. Ich glaube, die steht auf Urban Green. Ja. Warum ist der leiser? Weil wo ich bei euch war, war der vom Klang, den habe ich angemacht im Karlstadt. Ja. Und der hat mich umgehauen bei euch, ja, am Berg. Wahrscheinlich hast du den Sport Plus gestartet, oder? Das kann sein. Der war echt wild. Jetzt, wenn ich jetzt an- und ausmache, bleibt er wieder so? Na, aber das hat auch Zulassungsgründe. Wir müssen immer im beruhigtesten Modus aufstarten. Das musst du jedes Mal aktivieren, wenn du fährst. Nicht, weil wir bösartig sind. Weil so war der Klang. Ja. Nächster Punkt, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ist ja, wir bauen ihn ja um mit euren Teilen. Ja, M-Performance, ich glaube, ein Container voll, oder? Richtig. Das wird für euch auch sehr, sehr, sehr krass. Weil dieses Auto wird nachher da stehen, dass es nur den Punkt gibt, eine Leistungssteigerung zu machen. Was wir nicht machen, weil es nicht mein Auto. Mhm. Denkst du, dass BMW irgendwann mal eine Leistungssteigerung bieten könnte? Ist eigentlich nicht auf unserer Tagesordnung. Also was es sicher geben wird, sind Sondermodelle. Mhm. Wo wir dann in limitierter Stückzahl wahrscheinlich auch, oder ziemlich sicher an der Leistung was tun werden. Mhm. Aber Tuning-Sätze oder Aftermarket-Leistungssteigerungen ist nicht unser Ding. Wie gesagt, wir haben ja Herz für Tuner. Andere Leute müssen einfach was leben. Ich meine, noch ist die Software, glaube ich, sehr abgeschlossen. Ich glaube, noch beißen sich alle die Zähne aus. Aber das ändert sich ja bestimmt bald. Du magst Schwarz auf Gebäuden, gell? Ja, ziemlich. Findest du nicht gut? Doch, finde ich super. Ja, geil. Das geht ja auch schon mal. Serviceannahme. Ja. Einmal reifen. So, wir gehen so eine Runde ins Museum. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, dass wir einfach einen Eindruck bekommen, wer hinter BMW wirklich steckt. Oder hinter BMW M. Ne? Besser so, ja. Ich würde sagen, ein Mann, der, glaube ich, unsere Sprache spricht, mit sehr, sehr viel Spaß, sehr, sehr viel Herzblut. Und wir gehen jetzt mal noch eine Runde ins Museum. Und hiermit werden wir ganz, ganz viel Spaß haben. Ich sage nochmal Danke an alle, an euch, an dich und alle, die noch mit beteiligt waren. Viel Spaß. Tschüss. War cool, wie immer. Danke.